Ich würde ja sagen, dass ich Oldschool-Links bin. Mit Nemesis zusammen. Wir haben ja eine, wir haben ja eine Gang in Gelsenkirchen äh, zusammen. Äh, ich warte nur noch auf meine Kutte. Die kriege ich wahrscheinlich Ende nächster Woche zugeschickt. Aber wir werden, ich glaube, ich bin Oldschool-Links, würde ich sagen. Das ist der Test. Und den werden wir heute gemeinsam durchgehen. Ich weiß nicht, ob wir den, vielleicht werden wir den auch auf YouTube hochladen. Falls ihr den auf YouTube seht, hallo YouTube. Schön, dass ihr da seid. Lasst mal ein Like da und, und ähm, abonniert den Kanal. Ähm. Frage 1. Frage 1. Passt zwar gerade nicht, aber könntest du mal deine Smart-Tasse zeigen? Ja, selbstverständlich kann ich meine Smart-Tasse zeigen. Hier. Da ist sie. Das ist sie. Das ist meine Smart-Tasse. Aus dem Podcast. Äh, ich bin bei Eat the Rich mitgemeint. Da sollte, sollte eigentlich jeder, wenn ich die Tasse in die Kamera halte, sollte eigentlich jeder linke Test direkt oh, direkt runterfahren und mich anspucken. Aber das ist nur meine, das ist nur meine Meinung. Ähm, ist ja egal. Isa hat, mir das, Isa hat mir das zu Weihnachten geschenkt. Ich muss sagen, es, es fühlt sich richtig geil an, reich zu sein und reiche, reiche, reiche Menschensachen zu haben. Das ist eine verdammt nice Geschichte. Rex wird stinksauer, wenn ich sage, dass wir reich sind. Der möchte nicht, dass, wir damit, dass ich damit flexe. Naja, in unterentwickelten Gesellschaften ist eine zentral geplante Wirtschaft der beste Weg, um rasche Fortschritte zu erzielen. Ja, nein. Also kommt ja drauf an. Ist es der richtige Weg? Ja. Ist es der? Ist es der? Äh, der beste Weg? Moralisch ja. Ist es der schnellste Weg? Nein. Also was ist denn das für eine Frage? Unterentwickelt ist bereits kolonialistische Scheiße. Ja. Bindestrich, ich muss dich auch immer einen Schritt weit zurückfahren, weil du hast ja letztens auch bei einem. Der, der, Bindestrich hat letztens jemanden einen Nazi genannt, weil der am Ende eines 15-Minuten linken Vortrags für Transrechte einen Wolfzeichen gemacht hat. Das war ein Witz, verdammt, ja. Man muss manchmal die Begriffe verwenden, die die Leute kennen und sich nicht immer diese scheiß woken-Linken immer mit ihren, dass sie sich für alles neue Begriffe einfallen lassen, die dann jeder, die dann jeder. Kennen muss, ein sogenannter Schweigefuchs. Nein, das ist ein rechtsradikales Zeichen. Vor allem, wenn ein Linker das äh, auf dem Gaming-Kanal macht, nachdem er Hogwarts Legacy eine Ansage reindrückt. Ich bin neutral und unsicher, weil ich da nichts zu sagen möchte. Ja, ich, ich weiß nicht, wie das gemeint ist. Also grundsätzlich, grundsätzlich ist ja die, die komplette, also die, die schnellste Entwicklung oder die schnellste wirtschaftliche Entwicklung erzielst du, wenn du einen Scheiß auf Mensch und Natur gibst. Und das einfach im Raubtierkapitalismus-Stil ausbeutest. Ne? Ja. Der Klimawandel ist eine große globale Bedrohung, gegen die sich alle Sozialisten entschieden wehren müssen. Ja, nicht nur alle Sozialisten, einfach fucking alle Menschen. So, das hat nichts mit Sozialistinnen zu tun, sondern fucking alle müssen das machen. Die, die moderne Sozialdemokratie ist ein Verrat an linken Werten. Ja, absolut. <laughs> Allein der Begriff Sozialdemokratie ist ja schon, ist ja schon ein Verrat an linken Werten. <laughs> da muss man ja, da muss man ja. Sozialdemokratie wurde sogar von der SPD abgelehnt. Der Begriff soziale Marktwirtschaft und Sozialdemokratie. Das wurde sogar von der SPD damals abgelehnt, weil denen das oh nicht die. links genug gewesen ist. Warum? Weil Sozialdemokratie darauf zielt, dass ein freier Markt sozial gerecht sein kann. Also Sozialdemokratie ist so ein bisschen die, dieses, dieses, dieses augenscheinliche Versprechen, dass wir euch nicht sterben lassen, aber dass der Markt so frei ist, dass ihr alles erreichen könnt. Das ist, das ist Sozialdemokratie. Sozialdemokratie funktioniert nicht. Wenn du, wenn du, wenn du wissen willst, ob, zu was Sozialdemokratie uns führt, dann schau dir an, wo wir im Jahr 2023 sind. Das ist Sozialdemokratie. Da hat uns, Sozial, da hat uns die Sozialdemokratie hinge hingebracht. Ja, großartig. Und ich sage mal so. Ist jetzt, ist jetzt nicht so geil. Also für, für reiche Menschen schon, aber für alle anderen eher nicht so. Es ist notwendig, eine Diktatur des Proletariats als Übergangsphase zwischen Kapitalismus und Sozialismus zu etablieren. <laughs> Na, das ist das ist die, das ist die These. Das ist die These von Karl Marx. Ne? Grundsätzlich gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man, äh, wie man zum Sozialismus kommen kann. Entweder in, mit Waffengewalt, also indem man sich die Macht holt und die dann dem Proletariat gibt, oder aber mit einer Demokratie. Ne? Also man kann auch demokratisch dahin kommen. Also stimme ich da überhaupt nicht zu, denn neben einer, neben einer, ähm, neben eines eher totalitären Sozialismus gibt es auch noch die Möglichkeit einen demokratischen Sozialismus zu etablieren, was ja dann doch eher mit unseren derzeitigen Freiheitswerten und Demokratiewerten übereinstimmt. Ich frage mich natürlich genauso wie jeder andere, ob es möglich sein kann. Ja, also können wir, wenn 30% der Trottel da draußen CDU wählen, irgendwie demokratisch den Sozialismus ausrufen? I don't know. Aber ich stimme nicht zu. Diktatur ist not the only way. It's a way, aber it's not the only way. Wir müssen akzeptieren, dass die sozialistischen Staaten des 20. Jahrhunderts Umweltprobleme nicht ernsthaft angesprochen haben. Ja, selbstverständlich. Niemand hat Umweltprobleme angesprochen. Fucking niemand. Und vor allem hat niemand was dagegen getan. Jedes sozialistische Land sollte sich dem Export seiner Ideologie ins Ausland widmen. <laughs> das ist natürlich jetzt. Meinen die damit so Anfang, Anfang 20. Jahrhundert? Meinen die so den Lenin Way? Heißt das irgend. Oder? Ist das, Wel ist das, ist das Weltrevolution, kommunistische Weltrevolution? Oder geht es da wirklich nur um Aufklärung? Also, wenn es da nur um Aufklärung und Wissensvermittlung geht, ja dann selbstverständlich. Ne? Selbstverständlich. Aber. Ist das Putschen? Ja, das ist ja die Frage. Das ist sehr unkonkret formuliert. Also das ist sehr, sehr unkonkret formuliert. Lass uns mal, lass uns das einfach mal, ähm, lass uns das Positive auslegen, oder? Jedes sozialistische Land sollte sich dem Export seiner Ideologie ins Ausland widmen. Und da gehen wir jetzt einfach mal von dem intellektuellen Export aus, also dass wir die Werte, ähm, dass die, dass wir die Werte durch durch Vorleben und Aufklärung und Bildung vermitteln und nicht durch Waffengewalt. Können wir uns darauf einigen? Weil dann würde ich dem voll zustimmen. Religionen im Allgemeinen wirken sich überwiegend positiv aus und sollten gesellschaftlich einflussreich bleiben. Fick, fick Gott, Fick Religion, fick, den, fick alles. Fick alles, was damit zu tun hat. Das Bevölkerungswachstum muss gebremst werden, um eine ökologische Katastrophe. Absolut nicht. Wir haben, wir haben, kein, wir haben kein Problem mit Menschen, sondern mit der Verteilung von Ressourcen es gibt keine überbevölkerung es gibt eine, eine, eine ungerechtigkeit in der ressourcenverteilung. wir haben jetzt schon genug lebensmittel und genug ressourcen um zwölf milliarden menschen zu ernähren. wir müssen es einfach nur vernünftig verteilen. Das hat, nichts oh, mit einer, das hat nichts mit zu vielen menschen zu tun. es gibt nicht zu viele menschen. das ist ein, das ist ein rechter talking point. ne überpopulation. Und dann sind es meistens dann arme Menschen oder ethnische Minderheiten oder Marginalisierte, die dann ihren, ihre Fortpflanzungen einstellen müssen. Das hatten wir alles schon. Aber ähm, ja, Prognosen rechnen auch mit einer Stabilisierung der Bevölkerung bei circa 11 Milliarden. Das, das hängt ja ganz von den nächsten Jahren ab. Die sind ja sehr, sehr ausschlaggebend dafür, ne? Wie, inwie, inwieweit wir uns bevölkerungstechnisch entwickeln. Das hat ein Dulli einfach behauptet, es gibt dafür null Evidenz. Doch, dafür gibt es Evidenz, weil die Art und Weise, wie wir derzeit wirtschaften, reicht nicht für 12 Milliarden Menschen. Und auch schon nur barely für das, was wir jetzt haben an Menschen. Also, ja, wenn du davon ausgehst, dass alles so bleibt, wie es ist und das noch ein bisschen, bisschen auf die Spitze treiben möchtest, ja, dann haben, wir zu, dann haben wir zu viele Menschen. Ja? Aber die Art und Weise, wie wir wirtschaften, ist falsch. Und damit haben wir kein Problem mit zu vielen Menschen, sondern mit ungleicher Ressourcenverteilung. Also nein, stimme ich nicht zu. Die Umverteilung von Reichtum der Reichen durch Steuer ist ein realistischer Weg, um die Ungleichheit zu besiegen. Das ist eine sehr gute Frage, weil das geht ja so ein bisschen in Richtung äh, Eat the Rich, ne? also alle Reichen erschießen. Wahrscheinlich gibt es sehr radikale Menschen, die ideologisch verblendet sind und davon ausgehen, dass man dass man mit einer Steuerreformierung niemals erreichen könnte, dass, äh, dass eine Umverteilung gerecht wäre. Und deswegen müssen die erschossen werden. Also da geht es in Richtung Enteignung oder, oder Reform. Und ich denke mal, dass wir, dass wir mit unserer parlamentarischen Demokratie genug Macht eigentlich haben im Staat. Um, eine, um, um die Steuern so zu reformieren, dass eine Umverteilung zu einer sehr viel faireren und gerechteren, wahrscheinlich sogar zu einer gerechten Gesellschaft führen könnte. Man muss es nur wollen. Das ist die, das ist die Geschichte. Und wir haben FDP in der Regierung, also wird das nicht passieren. Also ähm, ich, würde, ich würde sagen, ich stimme zu. Ich stimme nicht voll zu, aber ich würde sagen, ich stimme zu. Man kann mit dem... Mit den, mit den Werkzeugen, die wir haben, kann man sehr gut umverteilen. Und man kann die Gesellschaft sehr viel gerechter und fairer machen. Und ich bin ja sowieso eher kein Fan davon, einfach Menschen zu erschießen. Ne? Solange man nicht an die Wurzel geht. Ist Erschießen einfach nur Austausch der zu reichen Leute? Dann werden halt andere Leute zu reich. Das Problem ist die Akkumulation. Ja, Akkumulation von Kapital ist ja sowieso eins der, also eins der größten Probleme. Wir müssen das System reformieren, damit wir nicht einfach Reiche austauschen. Das ist ja dann, da hast du schon recht. Da hast du schon recht. Es ist akzeptabel, dass die Menschheit in nennenswerten Maße leidet, um das natürliche Ökosystem zu erhalten. Äh in nennenswertem Maße. Und was heißt denn leidet? Was heißt denn leidet, dass sie keine Salami mehr essen darf? Weil das ist ja schon, das ist ja für die meisten schon Leiden. Diese Fragen sind alle sehr, sehr, sehr unkonkret. Das ist sehr unkonkret alles. Was heißt denn Leiden? Verzicht auf Freiheiten, wahrscheinlich, auf jeden Fall. Wir müssen auf Freiheiten verzichten. Und wir müssen auch, wir müssen auch unsere Bequemlichkeit angreifen und wahrscheinlich sogar diese, diese Bequemlichkeiten verboten bekommen. Sollten wir Menschen erschießen? Nein. Oh, den. Aber sollten wir sollten wir diese Wohlstandsverdrossenheit an der Wurzel packen? Und dann durch Verbote dafür sorgen, dass, unsere, dass unser Ökosystem geschützt werden kann. Ja, auf jeden Fall. Was ist denn, was heißt denn, was heißt denn leidet? Was heißt denn nennenswerte Maße leidet? Was heißt das denn? Ich weiß es nicht. Ich stimme zu. Ähm, aber natürlich nicht, wenn es darum geht, Menschen zu erschießen. Deswegen keine volle Zustimmung, sondern nur eine Zustimmung. Wir müssen, wir müssen natürlich auf Luxus verzichten. Es ist möglich, die herrschende Klasse friedlich davon zu überzeugen, sich einer sozialistischen Gesellschaft zu richten. <laughs> ne. Was heißt denn, das ist auch schon wieder so unkonkret? Als ob es nur die Möglichkeit gäbe, sie zu erschießen oder sie zu überzeugen. So, wir können doch einfach verbieten. Das geht doch auch. So, wir haben doch einen Staat. Der ist doch, der ist doch noch da. Das ist alles das ist sehr weird, die Fragen hier. Der Test ruft zur Revolution auf. Ja, auch das nicht. Eine Revolution ist ja, muss ja, also eine Revolution der Theorie oh, muss ja okay. nicht immer mit Waffengewalt passieren. Kommt auf den Gewaltbegriff an. Ja, was ist denn was, sind Verbote schon Gewalt? Wenn Verbote hier als Gewalt angesehen werden, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist dann auch Gewalt vonnöten. Aber körperliche Gewalt oder Waffengewalt, auf gar keinen Fall. Hey Karl, entschuldige mal an, an Kugelmagnet Eddie. <laughs> Entschuldigung, Eddie. Das tut mir wirklich sehr leid. Aber nein, man wird die nicht, man wird die nicht einfach mit Worten überzeugen können. Das, das passiert nicht. Das sieht man ja, die, die setzen ja all ihr Kapital ein, damit sie eben, damit eben sich nichts verändert. Die Etablierung. Der Sozialismus. Es ist eher ein schrittweiser als ein sofortiger oder schneller Prozess. Ja, absolut. Na, ja, demokratisch eben. Das ist demokratisch. Nationale Befreiung oder Selbstbestimmung für alle Völker ist ein gutes Konzept. <laughs> was ist, also, was heißt denn nationale Befreiung? Was, was ist denn eine nationale Befreiung oder Selbstbestimmung für alle Völker? Was heißt das? Weil die Selbstbestimmung für alle Völker ist ja prinzipiell erstmal nichts Verkehrtes. Und, und die Befreiung von, von Grenzen auch. Die Unterdrückung von LGBTQ-Personen ist ein wichtiges Thema, das ernsthaft angegangen werden muss. Beantworte ich da jetzt, dass ich, dass ich will, dass die unterdrückt werden oder nicht mehr unterdrückt werden? Ja, das. <laughs> I really don't know, Alter. Die Fragen sind echt Achtung, komisch. Achtung. Wichtige Frage: Gibt es bei euch aktuell auch keine vegane Remoulade mehr zu kaufen? Chat? Ich würde sagen: Ja, Grenzen sind scheiße. Ne? Staaten müssen Grenzen weichen. Eine zentral auf Computern basierte Planwirtschaft ist ein Konzept, das wert ist untersucht zu werden. Ja, auf jeden Fall. Alles ist erstmal wert untersucht zu werden. Wir sollten alles untersuchen. Und grundsätzlich ist ja bei der Planwirtschaft die Frage oder Planwirtschaft auf Computern, wer plant? Ne? Plant der Staat oder planen die Konzerne? Und in der freien Marktwirtschaft planen die Konzerne, in einer Planplanwirtschaft plant der Staat oder die Gemeinschaft oder die herrschende Klasse oder alle. Das ist ja, das ist so die, das ist so der der Kernunterschied. Wir haben jetzt schon eigentlich eine Planwirtschaft. Angebot und Nachfrage pff, könnt ihr vergessen. Es planen nur andere Menschen als in der Planwirtschaft eigentlich geplant, also der Staat. Eine geringfügige Zerstörung der Natur ist akzeptabel, wenn dies insbesondere der Menschheit zugute kommt. Nein. Respektiert diesen Planeten or oh, get the fuck out. Karl, warum hast du das VOD runtergenommen, oh, die, wo du auf Ellie die, die, die reagiert die, die, die hast, beziehungsweise Tracks nur egal. für Abonnenten zu, zugänglich gemacht? Oder warum lädst du es nicht auf YouTube hoch? Das sind jetzt aber sehr viele Fragen. Also ich möchte dir das erklären. Alle meine VODs sind nur für Abonnenten, schon seit vier oder fünf Jahren. Das hat folgenden Grund. Mache ich das nicht? Äh, Kriege ich ungefähr pro VOD so zwischen 200 und 600 Reports weil ich ein linksradikaler Hetzer bin. Und dann kommt natürlich die normal denkende Bevölkerung und denkt sich, Mensch, dass sowas frei rumlaufen darf, das ist nicht gewollt. Und deswegen reporten die oh, das. Und die ich verstecke das einfach ich hinter. Das ja mit dir. Ich verstecke das dahinter. Und zweitens, warum ich das nicht auf YouTube hochlade, ich streame jeden Tag mehrere Stunden, da gibt sehr viel Material, nicht alles davon wird auf YouTube hochgeladen. Und ich habe mit dem YouTube-Kanal an solches nicht viel zu tun. Also meine Cutter, die entscheiden, was wird hochgeladen und was nicht, und fertig. Äh, ja. Ich hoffe, ich konnte deine, ich hoffe, ich konnte deine Fragen beantworten. Geringfügige Zerstörung ist doch eher so ein paar Bäume umhauen, um zum Beispiel eine Schule zu bauen. Und dieses Ausmaß von Umweltzerstörung ist doch auch nicht. Verhinderbar, oder? Das ist die Beschüsse bei so unkonkreten Fragen. Ne? Revolutionäre Gewalt ist akzeptabel, solange das Endergebnis positiv ist. Ich stimme nicht zu. Bürokratie und Ineffizienz sind in zentral geplanten Volkswirtschaften immer vorhanden. <laughs> Nein, stimme nicht zu. Muss nicht sein. Menschen sind ineffizient. Aber das muss nicht. Das internationale Proletariat gehört keinem Land an. Ja, das ist ja auch eher so eine Floskel. Ne? Also im Kopf vielleicht nicht in der Realität auf jeden Fall. Was ist denn das internationale Proletariat, Arbeiterinnen oder wie auf diesem Planeten Also das ist ja das, sind ja, das ist ja so, eine, so ein Tumblr, so ein, so ein tumblr Quiz. Die liberale Demokratie ist ein realistischer Weg, um eine sozialistische Gesellschaft zu erreichen. Ich glaube, da klicke ich einfach mal unkommentiert auf Stimme überhaupt nicht so. Revolution ist der beste Weg zur sozialistischen Revolution. Was ist das schon eine Frage? Revolution ist der beste Weg zur Revolution oder was? Ja, ey, das Ding ist die berufen sich da auf Marx und Engels. Also die sozialistische Revolution aus dem Kapitalismus entstehen. Ja. Hey Karl, ey Alter, du schreibst jetzt hier die ganze Zeit, hey Karl, willst du kurz in den Discord kommen und mir und mir deine Fragen einfach alle im Voice geben und dann beantworte ich die auch. Mir ist Fanservice sehr wichtig. Anstatt dass du die ganze Zeit, hey Karl, schreibst und dann wieder eine Frage machst. Wollen wir kurz miteinander quatschen und dann Kannst du mir, kannst du alle Fragen stellen und dann beantworte ich dir die und dann ist in Ordnung? Kann ja jeder Fragen stellen. Wir haben eigentlich eine Regel, dass jeder Fragen stellen kann, außer Eckenpeppi. Eckenpeppi ist ein, ein Twitch-Kanal, der darf keine Fragen stellen. Alle anderen dürfen Fragen stellen. Revolution ist der beste Weg zur Sozialistik. Ich, ich, ich mache da einfach, ich, ich kreuze da nichts an. Magst du das erläutern mit der Planwirtschaft, die wir aktuell haben sollen? Okay. Stell dir vor, stell dir vor, du bist Apple. Und jetzt, und jetzt... Hast du ganz viele neue Erfindungen und überlegst dir, welche dieser neuen technischen Errungenschaften packe ich in mein nächstes iPhone rein. Also wie viel gebe ich den Leuten, damit ich ein neues Produkt möglichst erstrebenswert erscheinen lassen kann, um es dann wieder für 2000 Euro äh, ins Volk zu schmeißen? Okay? Dann produzierst du die in einer gewissen Menge und schmeißt die auf den Markt. Mit ordentlich Marketing. Davor, danach und währenddessen. Angebot und Nachfrage oder eine geplante Wirtschaft? So, und das ist das Ding. Eine Planwirtschaft per Definition ist der Staat, plant, was gebraucht wird, schmeißt es, lässt es produzieren, schmeißt es auf den Markt und dann wird es konsumiert. Eine freie Marktwirtschaft bedeutet, Angebot und Nachfrage regeln den Markt. Ja, Akkumulation von Kapital etc. pp. Das ist Kapitalismus, das ist freie Marktwirtschaft. Ähm. Dennoch wird auch in der freien Marktwirtschaft, die wir derzeit haben, von Konzernen und Unternehmen geplant, was wirtschaftlich umgesetzt wird. Also Angebot und Nachfrage ist nichts anderes als Schein. Nee, ich möchte nur meinen Unmut zum Ausdruck bringen, weil ich finde, dass du Eddie nicht wirklich fair behandelt hast. Ja, das tut mir sehr leid, wenn ich Eddie weh getan habe. Wirklich. Der Mann wird es wahrscheinlich überleben. Die Gewerkschaftsbewegung wurde von der herrschenden Klasse weitgehend korrumpiert und ist für eine sozialistische Organisation nicht mehr, nicht mehr lebensfähig. Oh Gott, Alter, die Art und Weise, wie hier kommuniziert wird, ist aber auch wild. Ne? Ich würde dem zustimmen, ja, ich würde dem auf jeden Fall zustimmen, weil die Gewerkschaften auf jeden Fall unterwandert sind. Und wenn man dann mal in einer, in einer führenden Position ist innerhalb einer Gewerkschaft, dann ist man Konzernschläger. Ja. In, in vielen Fällen. Es gibt immer noch stabile Gewerkschaften, aber es gibt genauso Gewerkschaften und die sind wahrscheinlich sogar die allermeisten da draußen, die jetzt nicht unbedingt im Interesse der ArbeiterInnen agieren. Oh, die 45. 45. Die Führung der politischen Parteien auf dem Weg zum Sozialismus wird immer zum Autorismus. Oh, die nein, auf wann jeden, kommt nein, der Quatsch. Wichtigste? Menschen ähnlicher Kulturen sollten sich zu Vereinigungen oder Verbände zusammenschließen. Ja, selbstverständlich. Die Ehe ist ein patriarchalisches soziales Konstrukt, das abgeschafft werden sollte. Nein, warum? Die Regierung sollte in der Lage sein, Individuen Arbeitsplätze zuzuweisen. Nein. Es ist töricht zu erwarten, dass erneuerbare Energiequellen fossile Brennstoffe ersetzen können. Nein, auch nicht. In keinem Szenario, in keinem Szenario ähm, ist das unmöglich. In gar keinem. Minderheiten sollten besonderen rechtlichen Schutz erhalten. Absolut Die industrialisierten landwirtschaftlichen Praktiken müssen abgeschafft werden, auch wenn sie zu geringeren Produktionsleistungen führen. Absolut. Die Grundsätze der Demokratie am Arbeitsplatz und der Selbstverwaltung sind wünschenswert. Absolut. Gewerkschaften und, Arbeits und Arbeiterräte sollten die Grundlage einer sozialistischen Gesellschaft bilden. Gehört, ja, so stimme ich zu, gehören auf jeden Fall dazu. Nationalismus und Patriotismus sind Impulse, die in einer sozialistischen Gesellschaft inakzeptabel sind. Jap. Die Menschheit muss zu den primitiven Wegen der Vergangenheit zurückkehren, um langfristige Klimaprobleme zu überwinden. Wir müssen primitiver werden. Aber wir müssen nicht. Also was das ist ja wieder so, so unkonkret. So, wenn ich an primitive Wege denke, dann denke ich an Steinzeit, ne? Das ist nicht konkret. Das ist nicht konkret formuliert. Ich stimme dem nicht zu. Eine stark zentralisierte Planwirtschaft ist nicht Sozialismus, sondern Staatskapitalismus. Äh, oh, die ja. schon 50 Jahre in diesem schönen Investment auf die nächsten 50. Der Kapitalismus wird seinen eigenen Niedergang durch seinen zentralen Widersprüchen herbeiführen, die zur Krise führen, ja. Kapitalismus als System wird crashen. Die Frage ist, erleben wir das noch oder, oder fickt uns die Umwelt, bevor uns der Kapitalismus fickt? Das ist so, ja. Also so, it's a time factor. Was fickt uns zuerst? Umwelt oder Kapitalismus? Ein enges Rennen auf jeden Fall. Die materiellen Grundlagen und Bedürfnisse sind der Hauptantrieb für sozioökonomische Veränderungen. Ja, nein, stimme zu. Maßnahmen zur Bewältigung von Umweltproblemen sind nicht hinnehmbar, wenn sie zu erheblichen Einbußen bei Produktion und Lebensqualität führen. Stimme nicht zu. Ausländische Beamte haben kein Recht, die Politik in einem anderen Land zu diktieren. Also grundsätzlich bin ich sowieso nicht dafür, dass Politik diktiert werden sollte, sondern Politik muss aus der Bevölkerung gemacht werden. Deswegen nennt sich das ja Demokratie, was ich, so, was ich so ganz cool finde. Denn immer wenn irgendwas diktiert wird, ist es falsch. Und dann ist es scheißegal, wer das. Also ist mir scheißegal, wer diktiert. Ob das jetzt ausländische Beamte sind oder inländische Beamte oder wer auch immer. Diktieren ist scheiße. Also ja, stimme ich zu. Aber jetzt nicht auf, nicht mit besonderer Betonung der ausländischen Beamten. Persönliche Kraftfahrzeuge wie Autos sollten durch kostenlose öffentliche Verkehrsmittel ersetzt werden. Jawollo. Eine vollständige wirtschaftliche und soziale Gleichstellung ist realistisch erreichbar. Jawollo. Ansonsten will ich den Scheiß ja nicht machen. Die Tatsache, dass so viele Arbeiter für bürgerliche Parteien über sozialistische Parteien stimmen, ist ein Beweis dafür, dass Parteipolitik nicht mehr relevant ist. Ähm, äh, nicht ja, aber jetzt nicht alleinig. Also nicht alleinig. Das ist einer von vielen Beweisen, dass das eben ziemlich scheiße ist, dass wir derzeit Demokratie schimpfen. Lokale Planer sind effizienter als nationale Planer, wenn es um die Führung einer Planwirtschaft geht. Hm. Gibt's ja mehrere Herangehensweisen, ne? Also du hast erstmal diese Selbstversorgung in Städten, also so ein bisschen syndika syndikalistisch und auf der anderen Seite eben ähm, I don't know. Also man weiß es ja gar nicht. Ne? Wahrscheinlich ist das effizienter. Ich denke schon, ich würde zustimmen. Ich glaube, ich glaube, je kleiner die Gruppe, die sich organisiert und plant, desto effizienter ist das auch. Die Produktionsmittel wie Fabriken, ob ich das gut oder schlecht finde, sei jetzt erstmal dahingestellt. Die Produktionsmittel wie Fabriken und Farmen müssen in öffentlichem Besitz sein, absolut. Die negativen Folgen einer Revolution überwiegen im Allgemeinen die Vorteile. Naja, leider die Geschichte. Ne? Also ja, auf jeden Fall. Aber es gibt halt auch Economics of Scale. Also Mikrochips will ich nicht im Hinterhof basteln. Guck mal, und deswegen, deswegen ist es ja nicht so eine Entweder-Oder-Geschichte, sondern wir müssen eben als Menschheit zusammenkommen und uns organisieren. Geht nicht um Geschichte, sondern was du denkst. Ja, aber ich denke ja, was, wie würde ich, wer wäre ich denn, wenn ich einfach so schätzen würde und nicht in die Geschichte schaue, um zu bewerten, ob etwas funktionieren sollte oder nicht? Oder könnte oder nicht? Ach, das hat Zinund geschrieben oder was? Oh Gott, nein. Hat der das wirklich geschrieben? nö dann wärst, dann wärst du Zino und so meinte ich das. Ach also heute ist auch Freitag, ne? Freitags ist immer ein Was habe ich gezogen und alles gut. Alles gut. Eine sozialistische Revolution wird durch die Bedingungen des Kapitalismus unvermeidlich gemacht. Also <laughs> wieder so, ich mag keine, ich mag sowas nicht. Ich mag Also nein. Dankeschön für Hirnstramm. Hey, äh, Dankeschön, Hirnstramm, hey, für fünf Communities-Abgift. Das wollte ich sagen. Dankeschön für die ersten fünf und hoffentlich vielen Milliarden. Oh, den Ehrensub nochmal. Äh, ich stimme nicht zu. Demokratischer Zentralismus ist eine autoritäre Organisationsstruktur, die die Massen missachtet. Ähm, ja, stimme ich zu. Die globale sozialistische Bewegung sollte von einer einzigen Parteiorganisation geführt werden. Äh, ja, das hätte Vorteile. Internationale Solidarität sollte großgeschrieben werden. Das hätte auf jeden Fall Vorteile. Äh, ich stimme dem zu. Zwar nicht voll, aber auf jeden Fall stimme ich zu. Ähm, wir müssen unseren Lebensmittelkonsum radikal verändern, um die Ausbeutung der Natur einzuschränken. Da stimme ich sowas von zu. Sozialistische Parteien sollten an liberalen, demokratischen Wahlen teilnehmen. Ja, müssen sie ja. Was ist denn die Alternative? Die Alternative wäre Waffengewalt. Eine sozialistische Regierung hat kein Recht, religiöse oder kulturelle Traditionen zu stören in irgendeiner Situation. Ich sei, nein, ich stimme nicht zu. Also, Re Religion und, und kulturelle Traditionen waren immer die. Sch waren immer die Menschen oder anderen Lebewesen schaden, sollte da interveniert werden. Also ich stimme nicht zu. Alles gehört reguliert und eingeschränkt, wenn es schadet. Bestes Beispiel wäre sowas wie Genitalverstümmelung. Wenn man aus religiösen Gründen die Genitalien von, von jungen Mädchen verstümmelt, ja, dann muss jemand eingreifen. Da können wir doch nicht sagen, ja gut, ist eine nette Tradition, aber wir lassen, äh, deswegen macht mal weiter, auf gar keinen Fall. Tradition sowieso immer ein beschissener Grund, irgendetwas zu tun. Fick Tradition. Offene Grenzen zwischen gleichgesinnten sozialistischen Ländern sind wünschenswert. Absolut. Zwischen, ja, klar, natürlich. Ich wäre bereit, wirtschaftliche Ressourcen in meinem Heimatland zu opfern, um anderen Ländern zu helfen. Absolut. Ähm, die Demokratie am Arbeitsplatz, im Kapitalismus, ist eine akzeptable Alternative zu einer vollständigen Sozialisierung der Wirtschaft. Nein, ist es nicht. Aber es ist auf jeden Fall besser als das, was wir derzeit haben. Abtreibung ist eine unmoralische Handlung, die verboten... Ach komm. Gefängnisse und unterdrückerische und veraltete Institutionen, die abgeschafft werden, sind... Warte mal. Gefängnisse und, unterdrücker, und unterdrückerische und veraltete Institutionen sind veraltete Institutionen, die abgeschafft werden müssen. Ah, Gefängnisse sind unterdrückerische und veraltete Institutionen, die abgeschafft werden müssen. Gefängnis ist ja auch nur so ein... Ich, die Gefängnis ist ja erstmal nur ein Wort. Ich würde Jein sagen. Ne? Wir, brauchen auf jeden Fall, wir brauchen auf jeden Fall Einrichtungen, wo StraftäterInnen resozialisiert werden können. Ne? Aber Resoz äh, Resozialisierung... Funktioniert nicht durch Unterdrückung. Resozialisierung funktioniert nicht, indem wir die Leute einfach nur aus der Gesellschaft rausnehmen und die dann irgendwo verrotten lassen. Und dann nach 25 Jahren davon ausgehen, jo, jetzt wird sich das schon, jetzt, das wird ihm eine Lehre gewesen sein. Das funktioniert nicht. Ähm, der Knast, wie wir ihn derzeit haben, die Gefängnisse, gerade in Ländern wie Amerika oder auch Russland, sind jetzt keine Resozialisierungsanstalten. Die Rückfallquote ist viel zu hoch. In Deutschland sieht es schon ein bisschen besser aus, aber auch nicht optimal. Ich denke mal, dass das Wort Klauberei ist. Also, ob man das jetzt Gefängnis nennt oder, oder ob man da einen neuen Begriff für findet, ist ja eigentlich egal. Auf jeden Fall müssen wir den Fokus auf die Resozialisierung, die Rehabilitalisierung und die, und die Behandlung der Probleme der Inhaftierten äh, lenken und nicht auf die Bestrafung. Also, Bestrafung gehört in den Hintergrund, Resozialisierung sehr weit in den Vordergrund. Also äh, ich stimme zu. Aber nur wenn wir, wenn wir mit Gefängnis das meinen, was derzeit herrscht. Ob wir dann einen, eine neue Form der Resozialisierungsmöglichkeit dann weiterhin Gefängnis nennen oder nicht, ist mir ja egal. Sozialistische Organisationen sind im Allgemeinen besser dran, wenn sie lose und dezentral organisiert sind. Ich mag dezentrale Organisationen. Ich würde verhalten sagen, ich stimme zu. Nicht vollends, aber ich stimme zu. Eine sozialistische Weltrepublik ist ein realistisches und wünschenswertes Ziel. Ja. Ich glaube, I believe, Freunde. I believe. Es lohnt sich, in experimentelle und umweltfreundliche Nahrungsquellen wie zum Beispiel kultivierten Fleisch zu investieren. Ich persönlich, also ich persönlich sehe das nicht so, weil ich brauche auch kein kultiviertes Fleisch. Mir ist das total egal. Aber ähm, ich würde dazu stimmen. Wir müssen wegkommen von der von der Ausbeutung der Lebewesen und alles ist besser, als Tiere auszubeuten. Also kultiviert die Scheiße von mir aus. Aber lasst die Tiere in Ruhe. Die Gesellschaft wird hauptsächlich von Individuen und Ideen angetrieben. Absolut. Oh, warte mal, ist das jetzt? Wie es sein sollte, in meinem Kopf, oder sprechen wir über die Realität? Weil der, in, der, in der Realität sind es ja nicht, also sind es ja die falschen Individuen. In der Realität. <laughs> Versteht ihr? Oh, den. Ja. Präsens. Also das Ding ist ja, unser System sorgt dafür, dass die Individuen gar keine Ideen haben können, die Gesellschaften antreiben. Also das ist ja der Systemfehler daran. Wir, wir sind ja alle gefangen in einem System, das es uns sehr schwer macht, mit unseren Ideen überhaupt irgendwelche Gesellschaften zu verändern. Weil wir zu sehr damit beschäftigt sind, unsere Schufa sauber zu halten. Deswegen schwierig. Sehr, sehr schwierig. Ist Maas ein Nazi? Ich würde erstmal sagen, ich stimme nicht zu über den Ist-Zeit. Es wäre ist wünschenswert, wenn es so wäre, aber es ist nicht die Realität, glaube ich. Oh, den. Ist das ein Quiz, um zu vergleichen, wer Linker ist? Das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Es ist die Frage, wäre Hitler nicht geboren worden, hätte es Goebbels oder jemand anderes gemacht. Ich glaube, darum geht es. Das ist das Problem. Ich glaube, darum geht es. Die Fragen sind alle nicht wirklich gut oder konkret. Nur eine Massenarbeiterpartei kann bedeutungsvolle Langzeitziele erreichen. <laughs> Was nein. Also, nein. Man kann keine sozialistische Gesellschaft erreichen, ohne auch signifikante soziale Fortschritte zu erzielen. Ja, ich stimme zu. Der Staat kann am besten als Gewalt- und Unterdrückungsmonopol definiert werden. Ja. Es wird wichtig sein, im Rahmen der Verwirklichung des Sozialismus umfassende Umweltschutzmaßnahmen zu ergreifen. Ja, klar, ohne, 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 mögliches, ohne mögliches Leben kein Leben. Wenn wir nicht mehr leben können weil der Planet zu sehr gefickt ist dafür, ja, dann gibt es auch keinen Sozialismus. Wie denn auch? Gibt es ja keine Menschen. Politische Richtlinien, die Masseneinwanderung ermöglichen, sind naiv und sollten nicht umgesetzt werden. Ich stimme nicht zu. Was ist, also ist, ja, was ist denn Mas Masseneinwanderung? Ist ja, auch, ist ja auch so ein, so ein Lumpwort. Ne? Die Frage sollte sein, sind offene Grenzen erstrebenswert? Und da ist die Antwort ja. Offene Grenzen sind erstrebenswert. Es ist wünschenswert, die kapitalistische Gesellschaft zu reformieren, um bessere Rechte für die Arbeitnehmer zu erreichen. Das ist auch so ein Ding. Ist das, ist das ein Schritt? Ja. Ist das das Endziel? Nein. Also, natürlich ist das wünschenswert. Eine Wirtschaft ist im Allgemeinen besser konzipiert. Wenn sie von unten nach oben und nicht von oben nach unten organisieren. Ja, natürlich. Traditionelle Geschlechterrollen wie Frauen als Hausfrauen müssen überwunden werden. Absolut. Unterdrückte Völker haben das Recht, sich an einem gewaltsamen Aufstand zu beteiligen, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Ja, das ist, das ist eine schöne Frage. Das, ich finde das eine schöne Frage, weil hier steht wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Und dann auf jeden Fall. Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen ist ein guter Grundsatz. Ja, ist es. Der Sozialismus kann nur in entwickelten Industriegesellschaften voll verwirklicht werden. Äh, nein, mittlerweile nicht, weil wir globalisiert genug sind, um, um raubtierkapitalismus zu überspringen. Das ist ja die große Herausforderung. Das ist ja, das ist ja derzeit das, was wir machen. Wie können wir. Ländern, die wirtschaftlich unterentwickelt sind, helfen, ihre, ihre Bedürfnisse zu erfüllen, ohne die Fehler zu machen, die wir gemacht haben. Ich stimme nicht zu. Klassenkonflikte sind eine Kraft, die, eine, die einen Großteil der, der menschlichen Geschichte beeinflusst haben. Ja, klar, ja, auf jeden Fall. Das ist, ja keine, das ist ja keine Frage, die man. Also, da müssen wir ja tatsächlich nur in die Geschichte schauen und dann können wir das mit auf jeden Fall beantworten. Massen-spontan-Aktionen sind effektiver als sorgfältig geplante Aktionen. Auf jeden Fall. Immer. Wobei, nee, beides ist. Ich bin neutral und siehe, beides funktioniert. Massen-spontan-Aktionen sind cool, organisierte Aktionen sind cool, alles ist cool. Hauptsache, man macht was. Die Unterdrückung von LGBTQ-Personen ist ein wichtiges Thema, das ernsthaft angegangen werden muss. <laughs> das ist ja die Frage, ne? Also, ich, 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 ich klicke jetzt hier, stimme voll zu. Was ich damit meine ist: Ja, LGBTQIA-Personen werden unterdrückt und das müssen wir beenden. Wir müssen die, wir müssen die Unterdrückung beenden. So, was habe ich denn? 55 Revolution, 44 Reform, 67 Prozent wissenschaftlich, 73 dezentralisiert, sehr internationalistisch, neutral, sehr ökologisch, extrem progressiv. Öko-Anarchismus. Das ist auch so ein, so ein Test für 15-Jährige, oder? Also, erstmal frage ich mich, ich frage mich natürlich, wo kommt denn jetzt erstmal, wo kommt denn jetzt erstmal dieser, dieser Teil der, der, des, des Nationalismus her? Also, wo bin ich denn 23% nationalistisch? <laughs> wo ist denn da? Ist man, ist man schon Nationalist, wenn man sagt, offene Grenzen und nicht alle Staaten zerschlagen? Ist das so? Ist, ist man dann schon Nationalist? Ich weiß es nicht. Ausländische Beamten dürfen nichts entscheiden. Ja, weil niemand irgendwas diktieren sollte. Nächste höchste Übereinstimmungen. Ökomaxismus, demokratischer Sozialismus, Konzilkommunismus, zentristischer Marxismus, anarchokommunismus. Orthodoxer Marxismus, Linkskommunismus, Linksnationalismus, bin ich denn? 74% Linksnationalist. Wo kommt das denn her? Das ist aber auch so ein Test, den man mit 15 irgendwann mal macht, um sich dann, was auch immer hier rauskommt, auf eine Flagge zu schreiben oder tätowieren zu lassen, oder? Das ist so ein Test, den machst du mit 15 und danach gehst du rüber äh, und sagst, ey, Zecke, kannst du mir mal Öko-Anarchismus auf die Brust tätowieren?